Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Let's Play. Wieder mit Ice Prince, mit dem Superschönen, mittlerweile Level 10. Ja, es geht stramm auf Mitternacht zu. Ich muss sagen, ich bin schon wieder super spät dran an diesem Abend. Ja, und wir haben eine spannende Geschichte begonnen, nämlich die mit der Rettungsrange. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Und bevor ich meine obligatorische Runde mache und mich jetzt gleich unheimlich spute, ins Weihnachtsdorf zu kommen, was es ja noch gibt, ne, zurzeit, werde ich jetzt erstmal mit euch zu der Tafel dort drüben hinreiten, da wir ja tägliche Aufgaben ab jetzt immer erledigen müssen, um zu sehen, wie die Geschichte hier vorangeht. Das war ja direkt, wurde ja direkt in der letzten Folge dann auch schon erklärt. Das heißt, es könnte sein, dass sich die Dinge in der nächsten Zeit ein wenig wiederholen. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze geht, bis man hier fertig ist. Also nicht mit Sicherheit, ich habe zwar was gehört, aber ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Wir werden es hier gemeinsam erleben. Ich schaue erstmal, was wir heute machen müssen. Und ja, dann gucken wir uns das doch mal einfach an. Temperaturkontrolle. Na, das ist nicht wirklich viel. Okay. Gut. Aber wie gesagt, hier passiert jeden Tag was, ne? Deshalb werde ich auch einfach zusehen. Und ich habe jetzt die Musik echt lauter gestellt, ihr Lieben. Ich habe ja gedacht, es wäre zu leise, nee, zu laut in der letzten Folge und dann war es super leise, ne? Also das war auch blöd. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Ich kann euch das nicht sagen. Wir werden es erleben. Vielleicht hängt es mit meinem Aufnahmeprogramm zusammen. Ich hoffe nicht. Ja, Temperatur prüfen. Und Yu ist natürlich auch wieder dabei. Wir machen hier nichts alleine. Super. Ja, und irgendwie sind wir jetzt, müssen wir noch was machen. Wir müssen zur Waschstation. Die ist dort drüben. Deswegen, wir nehmen unser Pferd mit und reiten da hinten wieder hin zur Waschstation. Ja, wie gesagt, man hat das nicht im Griff. Also ich höre es selber laut in der Aufnahme, aber dann ist es ultra leise. Weiß also nicht, woran das liegt. Ich werde da gleich auch nochmal einen Blick drauf schmeißen, bevor wir hier weitermachen. Mal schauen. Weiß nicht, was hier aufgenommen wird. Aber wie gesagt, das kann mit dem Programm zusammenhängen, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung. War ja vorher nicht so, ne? Ja, wie gesagt, das lässt sich auch für mich nicht überprüfen. Dazu bräuchte ich tatsächlich einen zweiten PC. Also, damit ich da drauf gucken kann, beziehungsweise einen zweiten Bildschirm. Ja, PC halt auch, ne? Damit ich das, während ich aufnehme, sehe, weil sonst muss ich immer umswitchen und dann, ja, wenn ich nicht rede, tut sich nichts. Also ich kann die Musik nicht überprüfen. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden jetzt erstmal das Fohlen waschen. Schauen wir doch mal. Ja, irgendwie. Aha. Dachte schon, sie wollte jetzt hier nicht. Ja. Unser niedliches Fohlen hier. Das war jetzt nicht wirklich viel, ne? Aber wir müssen immer noch was machen. Dem Fohlen in der Pflegestation Wasser geben. Also gehen wir wieder rüber. Ja, das ist ein ziemliches Hin und Her hier, ne? Und da vorne steht, glaube ich, der andere Lusitano. Der Schöne aus der App. Wo ich noch überlege, ob ich mir den auch noch hole. Ja, ich mit meinem Pferdekauftick hier, das ist echt, es nimmt Ausmaße an, ihr Lieben. Aber ihr kennt das bestimmt. Ach, das verleitet so. Und er ist ja wirklich ein Traum, ne? Der ist so schön. Ja, es gibt schon schöne Pferde, ne? So. Ach so, völlig falsche Richtung hier. Kommen wir direkt vom Kurs ab. Wir sind so geblendet von dieser Schönheit von Ice Prince, dass wir hier noch niemals mehr wissen, wo wir lang reiten. Das kommt davon. So, dann gehen wir doch mal dahin. Ja, das ist ja eine kurze Aktion hier. Wahrscheinlich sind wir auch gleich schon fertig. Kleiner Laufback hier. Ich mache nichts und sie läuft einfach weiter. So, dann gucken wir mal. Jetzt kriegt der das gute kleine Fohlen hier noch Wasser. Bitteschön. Ach, ist der süß, ne? Völlig putzig. Ja, wie? Und das war's jetzt? Nein, das war's noch nicht. Ju, bitten, dem Fohlen Medikamente zu geben. Ja, wie? Okay, die liegen hier. Ja, dann. Ja. Hoffentlich kriegen wir den wieder auf die Beine, ne? Dass er wieder zu seiner Mutter kann. Ja, was müssen wir noch machen? Das Fohlen in der Pflegestation füttern. Also es ist schon etwas umfangreicher, aber jetzt nicht so, dass man es gar nicht packt.
Mit dem Fohlen langsam auf der Koppel herumgehen. Oder haben wir ja doch schon einiges, ne? Und? Moment, wir müssen mal gucken. Wir gehen mal hier auf. Können wir das machen? Nein, ich weiß es gar nicht. Folgen? Folgen? Geht nicht. War ausgegraut bei mir. Sollen wir mal Iceprints mitnehmen? Ist besser, ne? Na komm. Komm, mein guter Ach, da hinten ist ja auch schon. Da hinten ist ja schon unsere Markierung. So. Wir reiten mal ordentlich durchs Tor hier. Langsam herumgehen. Ja, supi. Ah ja, alles klar. Kommt er denn mit? Ja. Er läuft immer hinterher. Sehr schön. Ja, das ist natürlich jetzt hier schick gemacht. Ich bin sowas von gespannt, Leute, ob ihr die Musik hört, die ja eigentlich traumhaft ist, ne? So, und unser Fohlen bleibt hier stehen. Was ist denn los? Machen wir schon schlapp hier oder was? Aha, jetzt läuft er wieder. Na dann komm. Komm. Komm mit. Gib doch ein Möhrchen, wenn du mitkommst. So. Ja. Ich habe die Tiere hier voll im Griff mit Celine. So. Na komm. Macht er doch. Ich finde, er schlägt sich ganz tapfer, unser Schützling hier. So. Oder auch nicht, hätte ich mal nichts gesagt. Was soll das denn hier, Mäuschen? Komm. Ab die Post. Los. Ist ja nicht zu fassen, ne? So. Gar nicht mal so einfach. Ja, ich drehe mal die Kamera. Ich will wissen, ob der mitkommt hier. Also, sobald er stehen bleibt, dann scheitert hier die ganze Sache. Der muss in Bewegung bleiben. Ich glaube, das hängt mit dem Tempo zusammen oder so. Ich bin mir aber nicht so sicher. Na, der ist halt noch nicht so fit, ne? Och, Mäuschen, nun gib dir mal einen Ruck hier, komm. Du sollst dich doch bewegen. Das wird doch sonst nichts mit Mama. Nichts zu machen. So. Ach ja, ist schon goldig, so ein Fohlen, ne? Hallo Celine, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Na klar. Es geht dem Fohlen immer besser, aber es braucht trotzdem noch alle Pflege, die es bekommen kann. Du hast dich schon so viele Tage lang um dieses Pferd gekümmert. Zwei. Ich denke, du musst dich noch so viele Tage um dieses Pferd kümmern. Null. Das war's. Du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht noch immer deine Hilfe. Ja, ich glaube, die Quest ist ein bisschen verbuggt. Kann das wohl sein? Also wiederkommen und wir müssen uns gar nicht mehr um das Fohlen kümmern. Glaub ich ja nicht, Leute. Gut. Aber wir sind mit unserer Folge am Ende. Das war kurz. Dafür war die davor ziemlich lang. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eine ganze Weile so weitergeht. Vielleicht mit denselben Aufgaben. Vielleicht kommen da aber auch andere dazu. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Ich lasse mich überraschen und vor allen Dingen lasse ich mich überraschen, wie das Aufnahmeprogramm reagiert hat, ob die Musik zu hören ist, ob ich jetzt so leise war, so wie in der vorherigen Folge befürchtet. Wir werden sehen. Seht's mir bitte nach. Ich weiß noch nicht, woran das gelegen hat. Ich hoffe, es ist wieder wie immer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss.